Hi Guys, hier sind wieder die Issi und die Steffi. Der Stefan. Nein, die Steffi. Vom Outdoor Family Adventure Channel. Heute mit einer klitzekleinen. So klitzeklein, so wie die Nase ungefähr. Videoantwort für den Guido vom Kanal Survival Kurse. Und zwar hat er seine 700 Abonnenten voll gemacht. Heute waren es 800 und 5 oder so. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dein Kanal hat es echt verdient. Viele interessante, nützliche Sachen. Issi schmeißt mich jetzt hier fast um. Ja, super Kanal, super Typ. Mach weiter so. Du hast... ja, in deinem Giveaway wolltest du... Ich kaufe Nenten. Ah, ich habe mich verletzt. Ah. Zunder, ging es um Zunder, wollte ich sagen. Und zundern wir mal los. Ja! So, fangen wir mal an. Mit dem Lieblingszunder von der Isabelle. Das ist in Vaseline getränkte Watte. Und sie wird uns das jetzt mal anzünden. Vorbereitet, wie gesagt, in Vaseline. Muss man die erst ein bisschen auseinanderrupfen. Mit viele kleine Fasern zum Vorschein kommen. Der Vorteil von der Watte ist, sie ist sehr leicht entzündlich. Und kombiniert mit der Vaseline brennt es auch eine ganze Weile. Ganz weg. Oh, gleich alle. Mein Lieblingshunder sind eigentlich normalen Papiertaschentücher. Warum? Weil man die einfach immer dabei hat. Man muss die so ein bisschen mit einem Messer auffasern. Und dann brennt das eigentlich auch recht schnell. Und wie gesagt, man hat die immer dabei. Brennt zwar auch nicht sehr lange, aber im Allgemeinen reicht das, um ein Feuer anzubekommen. Das Material, was man gut als Zunder benutzen kann, ist das Dioxen. Das ist das quasi das amerikanische Pendant zu unseren S-Bit-Tabs. Und der Vorteil gegenüber den S-Bit, es entzündet sich sehr leicht. Hier diese lustige lilane Farbe. Und es brennt. Eine sehr heiße Flamme. Es brennt sehr schnell ab. Und ich möchte es nicht weiter auf meinem Teller brennen lassen. Das Dioxen immer noch brennt. Probiere ich jetzt noch einen von den natürlichen Zundern. Hier wieder auch. Ich reibe das ein bisschen klein. Faser das somit ein bisschen auf. Was ich auch gern hernehme, ist die Birkenrinde. Das macht wahrscheinlich jeder. Aber die habe ich heute mal nicht dabei. Und auch beim ersten Mal gleich. Oder zweiten Mal, Papa. Was ist das zweite Mal? Ja, beim ersten Mal kam keine Funken. Und als letztes hat mir die Issi noch einen Zunder besorgt. Und zwar sind das die Flusen aus unseren Textilien, gesammelt im Wäschetrockner. Das kann man sich einfach auch von zum Beispiel einer Jeans einfach abschaben. Kriegt man das genauso hin. Und das ist auch ein super Zunder. Super weich, super, super luftig, flockig. Und... machen wir jetzt nochmal an. Man sieht jetzt bei der Sonne die Flammen schlecht, aber man sieht, wie es braun wird. Mhm. Super einfach zu entzünden. Es brennt allerdings auch sehr schnell runter. Okay, Guido, das war's von uns. Das waren unsere kurzen Zunder-Vorstellungen.
Die Issy, deiner Feuerteufel manchmal. Issy will wieder spielen. Okay, wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin mit deinem Kanal, mit deinen Kursen und wir freuen uns auf weitere Videos. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und alle anderen auch, macht's gut. Und das war's. Das war's. Schönen Sonntag noch oder schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag. Habe ich ja am Anfang gesagt. Okay, wir machen jetzt weiter mit dem, was wir gemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss sagen die Stissi und der Steffi. Und die Steffi. Steffi und Stissi. Issy und Stissi. Mach's gut. Steffi. Ciao.